Der hellgraue Frühjahrsmantel. Eine Kurzgeschichte von Wolfgang Hildesheimer. Vor 2 Monaten, wir saßen gerade beim Frühstück, kam ein Brief von meinem Vetter Eduard. Mein Vetter Eduard hatte an einem Frühlingsabend vor 12 Jahren das Haus verlassen, um, wie er behauptete, einen Brief in den Kasten zu stecken, und war nicht zurückgekehrt. Seitdem hatte niemand etwas von ihm gehört. Der Brief kam aus Sydney in Australien. Ich öffnete ihn und las: Lieber Paul, könntest du mir meinen hellgrauen Frühjahrsmantel nachschicken? Ich kann ihn nämlich brauchen, da es hier oft empfindlich kalt ist, vor allem nachts. In der linken Tasche ist ein Taschenbuch für Pilzsammler. Das kannst du herausnehmen und behalten. Essbare Pilze gibt es hier nämlich nicht. Im Voraus vielen Dank. Herzlichst, dein Eduard. Ich sagte zu meiner Frau: Ich habe einen Brief von meinem Vetter Eduard aus Australien bekommen. Sie war gerade dabei, den Tauzieher in den Blumenwasser zu stecken, um Eier darin zu kochen, und fragte: So? Was schreibt er? Dass er seinen hellgrauen Mantel brauchte und dass in Australien keine essbaren Pilze gibt. Dann soll er doch etwas anderes essen, sagte sie. Da hast du recht, sagte ich. Später kam der Klavierstimmer. Er war ein etwas schüchterner und zerstreuter Mann. Ein wenig weltfremd sogar, aber er war sehr nett und natürlich sehr musikalisch. Er stimmte nicht nur Klavier, sondern reparierte auch Saiteninstrumente und erteilte Blockflötenunterricht. Er hieß Kolas. Als ich vom Tisch ausstand, hörte ich ihn schon im Nebenzimmer Akkorde anschlagen. In den Garderobe sah ich den hellgrauen Mantel hängen. Meine Frau hatte ihn also schon vom Speicher geholt. Das wunderte mich, denn gewöhnlich tut meine Frau die Dinge erst dann, wenn es gleichgültig geworden ist, ob sie getan sind oder nicht. Ich packte den Mantel sorgfältig ein, trug das Paket zur Post und schickte es ab. Es dann fiel mir ein, dass ich vergessen hatte, das Pilzbuch herauszunehmen. Aber ich bin kein Pilzsammler. Ich ging noch ein wenig spazieren. Und als ich nach Hause kam, irrten der Klavierstimmer und meine Frau in der Wohnung umher und schauten in die Schränke und unter die Tische. Kann ich Ihnen helfen? Frage ich. Wir suchen Herrn Kolas Mantel, sagte meine Frau. Ach so, sagte ich, meines Irrtums bewusst. Den habe ich soeben nach Australien geschickt. Warum nach Australien? Fragte meine Frau. Aus Versehen, sagte ich. Dann will ich nicht weiter stören, sagte Herr Kolas. Etwas betreten, wenn auch nicht besonders erstaunt, und wollte sich entschuldigen, aber ich sagte: Warten Sie, Sie können dafür den Mantel von meinem Vetter benommen. Ich ging auf den Speicher und fand dort in einem verstaubten Koffer den hellgrauen Mantel meines Vetters. Er war etwas zerknittert. Schließlich hatte er 12 Jahre im Koffer gelegen, aber sonst in gutem Zustand. Meine Frau bügelte ihn noch ein wenig auf, während ich mit Herrn Kolas ein Glas Sherry trank und er mir von einigen Klavieren erzählte, die er gestimmt hatte. Dann zog er ihn an, verabschiedete sich und ging. Wenige Tage später erhielten wir ein Paket. Darin waren Steinpilze, etwa 1 Kilo. Auf den Pilzen lagen 2 Briefe. Ich öffnete den ersten und las: Lieber Herr Holler, so heiße ich, da Sie so liebenswürdig waren, mir ein Taschenbuch für Pilzsammler in die Tasche zu stecken, möchte ich Ihnen als Dank das Resultat meiner ersten Pilzsuche zuschicken und hoffe, dass es Ihnen schmecken wird. Außerdem fand ich in der anderen Tasche einen Brief
den Sie wohl irrtümlich mitgegeben haben. Ich schicke ihn hiermit zurück. Ergebenst, Ihr A.M. Kolas. Der Brief, um den es sich hier handelte, war also wohl der, den mein Vetter damals in den Kasten stecken wollte. Offenbar hatte er ihn dann mitsamt dem Mantel zu Hause vergessen. Er war an Herrn Bernhard Hasser gerichtet, der, wie ich mich erinnerte, ein Freund meines Vetters gewesen war. Ich öffnete den Umschlag. Theaterkarte und ein Zettel fielen heraus. Auf dem Zettel stand: Lieber Bernhard, ich schicke dir eine Karte zu Tannhäuser nächsten Montag, von der ich keinen Gebrauch machen werde, da ich verreisen müsste, um ein wenig auszuspannen. Vielleicht hast du Lust hinzugehen. Die Schmidt-Hollweg sind die Elisabeth. Du schwärmst doch immer so von ihrem hohen Giss. Herzliche Grüße, dein Eduard. Zum Mittagessen gab es Steinpilze. Die Pilze habe ich hier auf dem Tisch gefunden. Wo kommen sie eigentlich her? Fragte meine Frau. Herr Kollas hat sie uns geschickt. Wie nett von ihm, es wäre doch gar nicht nötig gewesen. Nötig nicht, sagte ich, aber er ist eben sehr nett. Hoffentlich sind die nicht giftig. Übrigens habe ich auch eine Theaterkarte gefunden. Was wird denn gespielt? Die Karte, die du gefunden hast, sagte ich, ist zu einer Aufführung von Tannhäuser. Aber die war vor 12 Jahren. Naja, sagte meine Frau. Zu Tannhäuser hätte ich ohnehin keine große Lust gehabt. Heute Morgen kam wieder ein Brief von Eduard mit der Bitte, ihm eine Tenorblockflöte zu schicken. Er habe nämlich in dem Mantel, der übrigens seltsamerweise länger geworden sei, es sei denn, er selbst sei kürzer geworden, ein Buch zur Erlehnung des Blockflötenspiels gefunden und gedenke davon Gebrauch zu machen. Aber Blockflöten seien in Australien nicht erhältlich. Wieder ein Brief von Eduard, sagte ich zu meiner Frau. Sie war gerade dabei, die Kaffeemühle auseinanderzunehmen und fragte, was schreibt er? Dass es in Australien keine Blockflöten gibt. Dann soll er doch ein anderes Instrument spielen, sagte sie. Das finde ich auch, meinte ich. Meine Frau ist von erfrischender, entwaffnender Sachlichkeit. Ihre Repliken sind zwar nützlich, aber erschöpfend.